Hallo meine Lieben, heute gibt es mal wieder eine kleine Geschichtsstunde hier auf diesem Kanal. Hier ist ja immer noch der Shonen Jump Monat in vollem Gange. Und da habe ich dieses Gratis-Heftchen von Tokyo Pop herausgekramt mit dem wunderschönen Titel Die Welt von Shonen Jump. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des besagten Manga-Magazins. Und was ganz besonders interessant ist hierbei, dass Tokyo Pop der erste deutsche Verlag war, der eben mit dem Namen Shonen Jump explizit geworben hat. Also wir hatten ja vorher bei Carlsen Comics das Banzai Magazin, was ja eine deutsche Version des japanischen Shonen Jump Magazins war. Das heißt, bisher wurde nur unter dem Namen Banzai bzw. Best of Banzai oder Banzai Files etc. pp. Für Manga-Bände eben geworben. Dann gab es ja irgendwie Differenzen, beziehungsweise ist Joachim Kaps ja dann rübergewandert von Carlsen zu Tokyo Pop. Und da er so gute Connections anscheinend hatte zu Shueisha, also dem japanischen Verlag hinter Shonen Jump, haben die danach dafür gesorgt, dass eben das Banzai-Magazin mit der 50. Ausgabe in Deutschland vorzeitig beendet werden musste und von da an alle weiteren Shonen Jump-Titel nicht mehr bei Carlsen erscheinen werden, sondern bei Tokyo Pop. Das heißt, bei Carlsen liefen natürlich Yu-Gi-Oh!, Naruto, Hunter x Hunter, Shaman King etc. liefen natürlich auch noch zu Ende, was halt alles in dem Banzai-Magazin angefangen hatte. Aber es kam eben keine neuen Titel mehr bei Carlsen dazu. Zumindest mal für die nächsten paar Jahre. Inzwischen hat sich das auch wieder verändert. Aber so war eben damals die Situation und Tokyo Pop hat eben sofort sehr offensiv angefangen, diese Shonen Jump-Titel zu vertreiben. Wie schon gesagt, indem tatsächlich auch mit dem Namen Shonen Jump von Anfang an schon geworben wurde. Ich weiß noch sehr gut, welche die ersten vier Titel waren, die Tokyo Pop dann herausgebracht hat, weil da war nämlich so eine Aktion, die nannte sich For Manga, For Fun, For You, also immer mit dieser 4 wurde geworben, weil es eben vier Titel waren. Bleach, 100% Strawberry, The Greyman und The Prince of Tennis. Und die Aktion nannte sich deshalb so mit den vier, nicht nur weil es vier Mangas waren, sondern weil jeder dieser Titel, zumindest Band 1 von jedem dieser Titel, zum Kennenlernpreis von 4,44 € herausgebracht wurde. Und ich bin tatsächlich damals hingegangen und habe sie mir alle vier gekauft, also zumindest den ersten Band von jeder der vier Serien, weil ich diese Aktion einfach cool fand, um überall mal reinzuschnuppern und habe dann tatsächlich auch bei jedem von diesen Bänden mal reingelesen. Der eine hat mich mehr interessiert, der andere weniger, das spielt aber jetzt nicht so die Rolle. Ja, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt kam eben auch hier dieses lustige Heft heraus. Nee, 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 was laber ich denn hier? Seht ihr das? Da steht Band 20 jetzt im Handel, also Band 20 von Bleach. Das heißt, schon ein paar Jahre später sogar noch. Aber hier haben wir eben Interviews mit Star-Mangaka wie Akira Toriyama. Große Verlosungsaktionen, da gab es eine Xbox 360 mit dem Spielerfolg Blue Dragon zu gewinnen und man musste den coolsten Shonen Jump-Helden 2008 wählen. Ja, Autoreninterviews, Memory, Rätselseitencharts und. Also hier war wirklich das ganze Heft vollgepackt mit allem, was das Fanherz begehrt. Erstmal allein das Cover ist natürlich schon episch. Hier Ichigo mit seinem Tensai Zengetsu, oder wie heißt sein Schwert nochmal? Ja, und hier ist Werbung direkt mal für die Bleach-Videospiele. Da gab es ja ein sehr schönes Nintendo DS-Spiel. Blade of Fate heißt das. Wo man eben die Story vom allerersten Manga-Story-Arc nachspielt. Mit allen verschiedenen Charakteren. Und das ist richtig geil gemacht. Da habt ihr sogar Ichirin no Hana als Titelsong, also den dritten Bleach-Opening-Song vom Anime. Müsst halt Rukia retten. In der Soul Society, sowie halt im Manga auch, beziehungsweise im Anime im ersten Story Arc. Und ich habe das Spiel in einem Gewinnspiel gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob es genau hier dieses Gewinnspiel sogar war, beziehungsweise ein Gewinnspiel hier aus diesem Heft. Auf jeden Fall habe ich da mitgemacht und war total happy darüber, habe das Spiel auch total schnell durchgesuchtet.
Und hier das habe ich in dem Dreh dann mir zu Ostern mal gewünscht gehabt. Lead Shattered Blade für Wii. Wobei mir das gar nicht so sehr gefallen hat, tatsächlich wie das Nintendo DS-Spiel. Und ich weiß noch, dass ich bei dem Gewinnspiel ein bisschen, das hört sich jetzt sehr blöd an, aber tatsächlich war ich ein bisschen enttäuscht, dass ich das Nintendo DS-Spiel gewonnen habe und nicht das Wii-Spiel, weil natürlich Wii-Spiele viel teurer und hochwertiger sind. Ja, falsch gedacht. Tatsächlich hat das Nintendo DS-Spiel viel mehr Spaß gemacht als das Wii-Spiel. Also danach sollte man niemals ein Game beurteilen, für welche Konsole das erschienen ist. Ja, und hier seht ihr ab Frühjahr 2008, also ist dieses Heft hier wahrscheinlich 2008 erschienen. Ja, lesen wir uns gerade mal zusammen hier das Editorial durch. Da ist ein Bild von Gintama direkt da oben. Ein Manga, zu dem jetzt die Anime-Serie angelaufen ist auf ProSieben Max. Shonen Jump ist das führende Manga-Magazin Japans, dessen Name sich aus den Wörtern Shonen, Junge, und Jump, Sprung, zusammensetzt. Oh, wer hätte das gedacht? Doch Shonen Jump ist nicht nur ein Name, sondern das Lebensmotto zahlreicher Charaktere und ihrer Fans. Egal ob Ral, ach so, Ral aus Blue Dragon, über seinen eigenen Schatten springen muss, cleveres Wortspiel, Dr. Slump einen Sprung in der Schüssel hat, Kazuki führt Tokiko in die Bresche und Son Goku Vegeta an die Gurgel springt, Tae mal wieder ruppig mit Kondo umspringt, während Shinpachi auf einen Sprung vorbeikommt, Kira die japanische Polizei für sich springen lässt, Ryoma auf dem Sprung zum nächsten Turnier und Ruffy etwas sprunghaft ist oder aber Ellen einen Sprung ins kalte Wasser wagt. Eins haben sie alle gemeinsam. Shonen Jump erzählt ihren Sprung ins nächste große Abenteuer und sorgt stets für einen sprunghaften Anstieg von Action. Der Name steht also für energiegeladene Geschichten, die von den besten Zeichnern und Autoren für das Weekly Shonen Jump Magazin umgesetzt werden. Nur wer die rund 3 Millionen japanischen Leser regelmäßig überzeugt, bleibt im Magazin und erhält die Chance auf eine heiß begehrte Taschenbuchveröffentlichung. Die Shonen Jump-Reihe bei Tokyo Pop präsentiert euch genau diese Taschenbücher der Extraklasse. Wir hoffen natürlich, dass auch unsere Helden es mit einem Sprung an die Spitze eurer Beliebtheitsskala schaffen. Und eines ist klar, nur wo Shonen Jump draufsteht, da ist auch Action drin. Also alles Shonen Jump oder was? Und übrigens, Shonen heißt zwar Junge auf Japanisch, aber Mädchen lesen mindestens genauso gerne Shonen Jump. Ihr wisst also, was zu tun ist, werte Jungs. Ich habe nicht gewusst, dass der Unterschied zwischen Männchen und Weibchen so groß ist. Nein, eigentlich verstehe ich nicht, was ich jetzt zu tun habe, aber okay. Witzig ist auch, sie haben tatsächlich eine E-Mail-Adresse extra für Shonen Jump-Titel eingerichtet, shonenjump@tokyopop.de. Also da sieht man mal, wie offensiv da mit dem Label Shonen Jump geworben wurde. Übrigens war das eine Flamme, die auch übergeschlagen ist zu einem richtigen Waldbrand, kann man sagen. Also die anderen Verlage haben ja dann zeitweise auch mit dem Label Shonen Jump, genau hier mit diesem Logo, geworben und das auf alle Shonen Jump-Titel hinten auf der Rückseite draufgedruckt. Was ich echt cool fand. Ich finde es eigentlich schade, dass sie damit aufgehört haben. Ja. Was gibt es dazu zu sagen? Also hier die meisten Charakternamen sagen mir hier gar nichts tatsächlich. Also Kondo, Shinpachi, so weiter. Kein Plan. Ich weiß gar nicht, welche Mangas da erwähnt wurden. Dann haben wir hier 40 Jahre Shonen Jump Magazin, eine Bilanz. Montagmorgen, Job oder Schule und dann noch volle Busse und Bahnen. Ätzend. Da braucht es schon etwas Besonderes, um sich zu motivieren und alles andere auszublenden. Und was gibt es, um so einen müden Tag actionreich zu beginnen? In Japan das Shonen Jump. Was dem Deutschen seine morgendliche Zeitung, ist dem Japaner sein Manga-Magazin. Durchschnittlich 3 Millionen Fans verfolgen jede Woche die spannenden Abenteuer von Ichigo, Ellen und Naruto und das schon seit 1968. Dann nämlich wurde das Weekly Shonen Jump Magazin, wie es mit vollem Namen heißt, von Shueisha gegründet. Da ist ein Sternchen, Japanisch Shukan Shonen Jump. Also da seht ihr da unten, wie man es auf Japanisch auch schreibt. Wie es mit vollem Namen heißt, bla bla bla. Seitdem ist es das meistverkaufte und beliebteste Manga-Magazin Japans und hat seinen Lesern mit rund 500 Seiten Action der besten Shonen-Zeichner Japans auch so einiges zu bieten. Ganz klar also, dass auch Manga-Fans auf der ganzen Welt die Werke aus dem Shonen Jump-Magazin lesen wollen. In Deutschland gab es neben einigen Taschenbuchveröffentlichungen von 2001 bis 2005 die Banzai, in der sowohl Shonen Jump-Serien als auch deutsche Eigenproduktionen vorgestellt wurden. Seit 2005 erscheinen die besten Serien als Buchformat bei Tokyo Pop. Weitere Jump-Magazine sind Monthly Shonen Jump, V-Jump, Super Jump, Young Jump und Ultra Jump.
Young Jump ist übrigens, das steht jetzt hier nicht, das sage ich dazu, ist übrigens das Manga-Magazin, in dem so Hits wie Guns eben veröffentlicht worden sind. Also das ist auch ein Magazin, was man definitiv im Auge behalten sollte. Ende 2007 erschien zudem das neue Magazin Jump Square. Dann ist hier noch ein Link zur offiziellen Homepage. Ja, da seht ihr den Link. Heutzutage wäre da wahrscheinlich ein QR-Code an der Stelle. Und da seht ihr drei Covermotive, aber die Covermotive habe ich euch ja alle schon gezeigt, die japanischen. Und was ich cool finde, hier ist so eine richtige Timeline, 60er Jahre, 70er Jahre und so weiter. Hätte ich die mal bei meiner Videoreihe so daneben liegen gehabt, wäre es vielleicht echt hilfreich gewesen, als ich euch ja die ganzen Jump-Covers gezeigt habe. Weil ich ja gerade bei den frühen Titeln so gar nicht wusste, wie die heißen und von wem die sind und so weiter und so fort. Shonen Jump wird 40, das ist ein stolzes Alter, aber natürlich altert das Magazin nicht lautlos und würdevoll vor sich hin. Seit 1968 beständig im gleichen Format veröffentlicht, mal mehr, mal weniger dick, Höhen und Tiefen durchlaufend, ist es stolzer und ungeschlagener Rekordhalter der Millionenauflagen. Kein Magazin war und ist so lebendig und erneuert sich immer und immer wieder wie unser Geburtstagskind. Blickt man auf die vergangenen 4 Jahrzehnte zurück, stößt man auf eine riesige Anzahl großer Namen, die alle dazu beigetragen haben, dass Shonen Jump immer wieder einen großen Sprung nach vorn gemacht hat. Viele Mangaka sind durch Shonen Jump und mit Shonen Jump zu Legenden der Manga-Welt geworden. Einige von ihnen haben zu Anfang einen der großen Preise gewonnen, die regelmäßig ausgeschrieben werden und als Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere gelten. Shueisha schreibt den Tezuka-Preis seit 1971 für Story-Manga und den Akatsuka-Preis seit 1975 für Gag-Manga aus. Die Messlatte liegt hierbei sehr hoch. In manchen Jahren wird keiner der eingeschickten Titel mit dem ersten Preis belohnt. Und doch reißt die Zahl der Bewerber nicht ab. Man muss eben mit Biss an der Sache dranbleiben, wenn man den Sprung ins Magazin schaffen will. Masakatsu Katsura, Video Girl Eye, was hier nicht steht, er hat ja auch Eyes, Shadow Lady und ja, jetzt gibt es ja auch diesen Crossover, also was heißt Crossover-Band, aber so ein Masakatsu Katsura und Toriyama Short Stories Band, den Masakatsu Katsura gezeichnet hat und Akira Toriyama eben die Story geschrieben hat. Also das sind so die Titel, die in Deutschland bekannt sind von ihm. DNA Square, ach Gott, wie konnte ich denn DNA Square vergessen? Takeshi Obata, da steht hier in Klammern Hikaru no Go und Death Note. Natürlich hat er noch viel, viel mehr gezeichnet. Also hier in Deutschland erschienen sind von ihm School Court, genau. Blue Dragon Ral Omega Grad. Platinum End ist ja jetzt ganz neu. Bakuman natürlich, mir fällt mir gerade nicht ein. Ja, und Nobuhiro Watsuki, also Rurouni Kenshin und Busso Renkin, sind übrigens Vertreter, die einen Preis gewonnen haben und auch bei uns in Deutschland bekannt sind. In der Zeitleiste seht ihr die Namen der wichtigsten Mangaka, welche die 60er, 70er, 80er, 90er und das neue Jahrtausend geprägt haben. Dann steht hier noch, Jump kommt aus dem Englischen und bedeutet Sprung oder aber auch Anstieg. So, und dann schauen wir uns mal hier diese bedeutsame Timeline an. Also 60er Jahre haben wir hier Go Nagai, der Name ist auch öfters mal gefallen in meinen Shonen Jump Cover Videos. Der hat eben Mazinga Z gezeichnet und Harenshi Gakuen, wobei Harenshi Gakuen eben für viel Aufsehen gesorgt hat, weil es ein sehr erotisch angehauchter Manga gewesen ist, was für die damalige Zeit natürlich bahnbrechend war. Und ich glaube, Go Nagai hat auch Cutie Honey gezeichnet. Oder bringe ich das jetzt völlig durcheinander? Ich meine, so war es. Ihr könnt mich aber gerne korrigieren. Wobei Cutie Honey auch eher so als Erotik-Serie ursprünglich konzipiert war. Ja, und natürlich kennt man auch von Devilman, ist glaube ich auch von ihm, wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe. Also da mit dem Mann müsste man sich mal näher befassen. Ich finde es total schade, dass keine einzige seiner Manga-Serien es je nach Deutschland geschafft hat. Weil sein Zeichenstil gefällt mir sehr gut und natürlich die Storys dahinter machen Lust auf mehr. Dann haben wir hier noch Hiroshi Motomiya, der hat Otoko Ippiki Gaki Daisho gezeichnet, was mir jetzt überhaupt nichts sagt. Dann haben wir hier die 70er. Yasumi Yoshizawa mit Dokonjo Gaeru, Shinji Hiramatsu mit Dobermann Dicker, Yoshinori Kobayashi mit Todai Ichokusen oder Ichoksen, Buichi Terasawa mit Cobra, da erinnere ich mich noch ein bisschen dran an die Bilder. Auf den Covers auch bei Yude Tamago, Kinikuman, Osamu Akimoto, Kochira Katsukaku, Kameari, Koenmai Hashutsujo.
Also der Manga, der eben 200 Bände umfasst insgesamt. Dann haben wir hier die 80er Jahre. Da wird es schon bekannter. Da haben wir hier Akira Toriyama mit Dr. Slump und Dragon Ball. Yoichi Takahashi mit Captain Tsubasa. Tsukasa Hojo mit Cat's Eye. Und natürlich dann auch später City Hunter. Tetsuo Hara mit Hokuto no Ken, beziehungsweise hierzulande bekannt als Fist of the North Star. Masami Kurumada mit Saint Seiya. Koji Inada mit Dragon Quest und Hoshino Katsura mit Continue. Wenn man Continue sagt, mir jetzt gerade gar nichts. Ach, hier ist sogar ein Bild von Saint Seiya. Und da eins von Dragon Ball. Dann die 90er Jahre. Und dann haben wir direkt schon ein Bild von Hunter x Hunter, einem meiner absoluten Favoriten. Ja, Nobuhiro Watsuki, ne? Einfach Kenshin. Eiichiro Oda mit One Piece, Yoshihiro Togashi mit Yu Yu Hakusho und Hunter x Hunter, Takehiko Inoue mit Slam Dunk, Takeshi Obata haben wir auch schon genannt, Kazuki Takahashi, Yu-Gi-Oh!, Masashi Kishimoto natürlich mit Naruto. Und dann eben ab 2000 hier von Tite Kubo Bleach und Takeshi Konomi, The Prince of Tennis, sowie Hideaki Sorachi mit Gintama. Und hier ein sehr schönes Bild von Yu-Gi-Oh! Mit der Exodia im Hintergrund.